So, wo ist der Baras? Leute, Arsch hat hier genauso sein eigenes Büro. Was ist das für ein Dulli? Nicht eine Minute zu früh. Dein Zeitgefühl ist makellos. Kann es sein, dass es gerade um einiges kälter geworden ist? Ich sehe, du hast die Sklavin behalten. Hm? Ich hoffe, sie amüsiert dich. Ja. Du hast dich mit der neuen Umgebung vertraut gemacht? Hat mein Scherge dir den richtigen Weg gewiesen? Er ist ein pflichtbewusster Diener, der für eure Dienste lebt. Ein angemessen gebrochener Sklave ist die einzig vertrauenswürdige Kreatur der Galaxis. Deine Pflichten bringen Kontakt mit meinen verschiedenen Schergen mit sich. Richte dich nach meinen Direktiven. Und du kannst mit ihnen verfahren, wie es dir beliebt. Ob Feind oder Verbündeter. Klingt befreiend. Die Möglichkeit, nach freiem Willen jeden zu erledigen. Ein Lichtschwert kann nicht alles erreichen, Schüler. Die mächtigste Waffe eines Sith-Meisters sind Informationen. Sorgfältig habe ich ein gewaltiges Netz von Spionen und Agenten unter den Sith, der Republik und den Jedi errichtet. Überall habe ich Finger, Augen und Ohren. Sagt mir, warum misstraut ihr euren eigenen Verbündeten? Ein Sith hat viele Rivalen, die ihn zu vernichten trachten. Unsere Kultur ist opportunistisch. Wir steigen auf, indem wir die um und vor allem über uns zu Fall bringen. Du bist mein Vollstrecker. Du beschützt meine Interessen, schüchterst meine Rivalen ein und vernichtest meine Feinde. Es ist Zeit, deinen Dienst anzutreten. Ein Militärschiff landet am Frachthafen von Car City, um mir einen Gefangenen von höchster Bedeutung zu liefern. Du wirst Commander Lankling dort aufsuchen und sicherstellen, dass seine Männer den Gefangenen erfolgreich abliefern. Das ist meiner Talente unwürdig. Kann Commander Lankling sich nicht selbst darum kümmern? Lankling ist kompetent, doch ich wünsche es so. Wir müssen immer mit einem Plan gegen uns rechnen. Vor allem, wenn viel auf dem Spiel steht. Die Bedeutung dieses Gefangenen kann nicht genug betont werden. Such den Frachthafen auf und bleib wachsam. Du kannst gehen. Irgendwann werde ich ihn töten. Irgendwann ist es soweit. Wenn ich hier runterfalle. Ich bin jetzt neugierig. Was passiert da? Ups! Der Eik war tot? Mhm. Aber hey, ich bin da, wo ich hin muss, oder? Ja. Frachthafen B7. Wie lautet der Bestimmungsort? Taxi. Hä? Frachthafen B7 ist doch da. Okay. Ich verstehe das jetzt nicht. Genießen Sie Ihren Aufenthalt. Es gab nichts als Belohnung. Scheiße. Ich muss da lang. Nee, stopp mal. Hä? Wie komme ich denn da? Doch. Da?
Ah, so. In Ordnung, Männer. Bringen wir dieses Stück Carbonit schnell zu seinem Besitzer. Carbonit. Episode 6. Captain Ahnungslos. Oh, ich habe euch nicht eintreten sehen. Lord Baras hätte kein Empfangskomitee schicken brauchen. Ich bin hier, damit ihr eure Arbeit erledigt. Ich glaube kaum, dass das notwendig ist. Meine Männer und ich haben schon weitaus gefährlichere Aufgaben für Lord Baras erledigt. Der Gefangene ist in Carbonit eingefroren. Es besteht also keine Fluchtgefahr. Und das ist verbündetes Territorium. Ich denke, hier sind wir sicher. Sith-Interessen sind kompliziert. In Ordnung. Wie ihr meint. Bringen wir diesen überdimensionalen Eisblock zu eurem Meister. Ich dachte, Carbonit ist Metall. Nicht so schnell. Mein Meister hat diesen Eisblock bestellt. Also tretet vom Carbonitmann zurück und niemand muss dran glauben. Das ist eine private Veranstaltung. Dann betrachtet sie als geplatzt. Ich bin hier, um euch von eurer Last zu befreien. Ob das nun euer eigenes Leben mit einschließt, ist euch selbst überlassen. Schau, schau. Wenn das nichts Lästig ist. Dein Meister den Eismann auch wollen, Schade. Mir gehören. Zu schade für euch beide. Ah, eine ziemlich beliebte Trophäe. Das wird ein erbitterter Wettkampf. Wenn du nicht fliehen, du lernst bald, was erbittert ist, Slestak. Ich bin ein Narr. Ich werde Lord Baras nie wieder in Frage stellen. Was tun wir? Wir töten sie alle. Ich weiß, ihr gehört zu den Sith. Aber ich denke, mit eurem Heldenmut seid ihr falsch beraten. Ich habe eine Idee, Slestak. Wieso spielen wir nicht Glücksknochen mit Schwätzer? Größere Hälfte kriegt die Beute. Ein Waffenstillstand also. Ihr hättet eine Chance gegen einen von uns, Sith. Aber auch ein Meisterkönner der Macht würde hier versagen. Ich werde euch töten und roh verspeisen. Mich speisen? Habe ich richtig gehört? Dieser Sith will mich essen. Ja, das habe ich auch gehört. Werdet ihr uns tatsächlich essen, wenn ihr uns getötet habt? Sicher. Esst ihr denn nicht das, was ihr tötet? Nicht die Leute. Ich bekomme nicht genügend bezahlt, um gegen ein Monster zu kämpfen. Ich verschwinde, Sith. Ich auch nicht als Frühstück enden. Wir verschwinden, Jungs. Für einen Rückzug ist es zu spät. Jeder kommt für sich selbst. Ja. Gleich geht's besser. Geil! Oh, episch, ey, was ich gerade hatte. Ich bin gerade etwas beschäftigt. Ich hör's. Noch mehr hinterhältige Angreifer im Anmarsch. Noch mehr! Vielleicht könnt ihr sie aufhalten, während meine Männer und ich fliehen und den Gefangenen zu Lord Baras bringen. Überlasst das Kämpfen den wahren Kämpfern. Na los, Männer! Lauf, Schritt!
Attacke auf der 5. Ich verstehe das nicht. Ich verstehe das nicht. Ike. Ja? Mit 5 EP überlebt. Läuft. Ich habe gerade zwei Mördern versprochen, sie zu essen, wenn ich sie erledigt habe. Da hatten sie Angst. Was? Ja, ich muss noch für Baras Hauptquest weitermachen. Und da sollte ich einen Carbonit-Gefangenen holen. Und da sind dann halt, ist dann halt die erste Gruppe gekommen und wollte den auch haben, dann die zweite Gruppe. Ich habe die halt eingeschüchtert, indem ich gesagt habe, ich werde euch töten und verspeisen. Und dann hatten die halt Angst. Und haben so ein bisschen hin und her diskutiert. Da habe ich halt noch gesagt, na, tötet ihr nichts, was ihr, esst ihr nichts, was ihr tötet. Da haben die sich rausgeredet, keine Menschen und so. Und da habe ich die trotzdem angegriffen und geklatscht. Also, gab wieder ordentlich dunkle Punkte. Jo. Kann ich gleich mal nachgucken hier. Noch 4. Hast du die Nebenquests eigentlich alle in City schon gemacht? Da gab's bloß eine bis jetzt. Für mich. Okay, ja, ich bin immer nur beim Vorbeifliegen, habe ich so 2, 3. Das sind, das sind dieses Terminal mit dem Raumschiff, der PvP und der Festung. Nee, mit PvP und Raumschiff. Das zweite, das ist so eine Holo-Figur, das ist mit der Festung. Und dann ist noch ein drittes, das ist eine Pille-Palle-Quest. Da fährst du dreimal hin und her und das war's. Also großartig gibt's ja keine Nebenquest erst einmal. Bei mir geht's jetzt erstmal nur in der Hauptquest weiter, weil mehr gibt's ja momentan für mich nicht. Wäre ja zu krass, wenn es hier jetzt noch 1000 Nebenmissionen gibt. Ganz ehrlich, weißt du, wie fett diese Welt ist? Bist aber immer nur in diesem Bereich. Von der Weltkarte, wenn man es. Na, okay, kann ich jetzt nicht. Aber von der Weltkarte habe ich doch schon fast alles aufgedeckt. Ich habe alles aufgedeckt. Selbst in der Stadt ist alles aufgedeckt. Die Stadt ist auch nicht mal so groß, wie du denkst. Nee, ich meine eher die ganze Weltkarte hier. Die Map. Ich glaube nicht, dass es die ganze Welt ist. Wäre es die ganze Welt, dann wären wir ja ewig lange unterwegs von Punkt A nach B. Ja, es ist in dem Spiel ist es die ganze Welt. Was ist das? IP-Ship. Sucht man die Welt ja sowieso noch mal. Sith-Inquisitor-Phase. Da hinten gibt's auch noch irgendwas. Wow. Franklin hat mich von einem Hinterhalt am Frachthafen unterrichtet. Offenbar werden wir besser beobachtet, als ich dachte. Ich habe eine Erschütterung der Macht verspürt. Sie droht, meine Träume zu durchkreuzen. Eine gravierende Bedrohung, die meine gesamte Machtbasis einstürzen lassen könnte. Und welcher? Dieser eingefrorene Mann ist ein Agent der Republik, der beinahe meinem am besten integrierten Spion auf Nar Shaddaa auf die Spur kam, einem meiner Unsichtbaren. Die Macht gewährt mir eine Vision von Untergang. Und schon wird mein Spion, der keinen Fußabdruck hinterlassen hat, keine Spur, beinahe enttarnt. Das macht mich rasend. Vielleicht war euer Spion doch nicht so unsichtbar. Erkühne dich nicht, mich über meine Angelegenheiten zu belehren.
Darin liegt kein Gewinn. Ich muss erfahren, was den Agenten der Republik auf die Fährte gebracht hat. Er ist der Schlüssel zur Aufdeckung dieser Bedrohung. Nun, während ich den Gefangenen auftaue und schmerzhaft jeden Tropfen Information aus ihm heraushole, habe ich ein paar Angelegenheiten, die deine besonderen Talente erfordern. Es drängt mich nach mehr Taten, also kommen wir zur Sache. Tja, kein Frieden für die Bösen, schätze ich. Gehe zuerst zum imperialen Posten im Dschungel vor der Stadt. Commander Pritch ist dort stationiert. Er hat eine Ausschaltmission für dich. Ich nehme von Lakaien keine Befehle entgegen. Pritch versorgt dich lediglich mit Informationen, mein Schüler. Ich muss mich nun diesem erbärmlichen Agenten der Republik zuwenden. Alter. Verlier keine Zeit. Ich habe noch mehr Aufträge für dich, wenn du damit fertig bist. Du kannst gehen. Irgendwann töte ich dich, Baras. Irgendwann werde ich den Baras töten. Schon besser. Einfach nur so, oder weil es die Aufgabe ist? Ich denke, es wird eine Aufgabe sein, aber ich mag den nicht mehr. Ich habe meine Ketten zum Altmeister gesprengt, indem ich ihn getötet habe. Jetzt habe ich einen neuen Meister und seine Ketten sind beschissen als die vom anderen. Ich bin ja einfach nur noch der Laufbursch. Jetzt muss ich wieder raus in die Wildnis und mich mit ihm treffen, um dann wohl irgendwie zu kämpfen wieder. Gibt nicht mal guten Loot, ey. Das kotzt mich so an. 50.000 brauche ich jetzt dafür. Wie lautet der Bestimmungsort? Genießen Sie Ihren Aufenthalt. Resonanz gibt es mit Level 24. Nee, ich will nur mal die Fähigkeiten haben hier, bitte. Das da. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ich kann mir noch 6 Punkte freispielen. Das heißt, hier brauche ich dann 3 und hier unten werde ich mehr brauchen. Oder nee, 2 und hier vielleicht 3. Ja, muss ich das irgendwann nochmal zurücksetzen, geht ja nicht anders. Willst du mich verarschen? Der ist da unten, ne? Und der schickt mich zu diesem scheiß Raumhafengleiter. Ich könnte noch eins weiter fliegen. Mann. Wie lautet der Bestimmungsort? Natürlich kostet das ins Geld. Zerschmettert das Ziel, unterbricht seine aktuelle Aktion. Ach so, dann kann das weg. Das ist ja nur eine passive Fähigkeit. Die ist ja nur passiv. Die möchten wir nicht.
Wasserschalldämpfer. Was cooles Rüstungsteil? Versteckbares Vibromesser. Okay. Mittlerweile ein bisschen zu schwach hier. Da. Commander Bridge, zu euren Diensten. Lord Barras hat mich über euren Besuch informiert. Wie kann ich euch helfen? Was für ein braver Soldat. Lord Barras hat mich immer dafür befunden. Lasst mich euch auf den aktuellen Stand der Lage hier bringen. In letzter Zeit gab es in diesen Gebieten viele Unruhen. Allen voran ein brutaler Sklavenaufstand, bei dem bewaffnete Sklaven den umliegenden Dschungel überrannten. Dann sind Sie keine Sklaven mehr, nicht wahr? Ich muss mich korrigieren. Ehemalige Sklaven. Niemand weiß, dass Lord Barras den Aufstand organisiert hat, um einen seiner Gegner zu schwächen. Und er möchte seine Beteiligung geheim halten. Nun drohen die Anführer des Sklavenaufstandes, Barras Beteiligung zu enthüllen, es sei denn, sie bekämen mächtigere Waffen. Sie müssen getötet werden. Das stimmt genau mit meinen Anweisungen überein. Lord Barras möchte, dass ihr genügend erpresserische Sklavenanführer ausschaltet, damit der Rest seine Entschlossenheit verliert. Ich muss nur wissen, wohin ich soll. Die Sklaven sind über das ganze Gebiet verteilt, aber die Anführer versammeln sich gerne in der Nähe des unvollendeten Koloss. Ich warte hier auf eure Rückkehr. Ganz schön mutig, da rumzusitzen und zu warten, was? Das ist sein Postenwett. Ich meine ja nur, ziemlich gemütlich. Apropos, die will doch auch noch mit mir reden. Hä? Wer weiß. Dahin. Voll Kalla, hä? Hey, mein Sith Lord, oder? Ich kenne mich mit euren Gepflogenheiten nicht so aus. Wenn ich so sehe, wie ihr Sklaven tötet und Wirbel macht, wie wär's damit, euch einen Haufen Credits zu verdienen? Credits kann man gar nicht genug haben. So gefällt mir das. Ich weise euch kurz ein. Also, Darth Vorthron sitzt im Rat der Sith. Und sein Schüler, Lord Ketz, will aufsteigen. Also fängt er damit an, eine gigantische Statue seines Meisters zu bauen. Aber Lord Ketz will nicht, dass sein Meister davon erfährt. Also holt er seine Sklaven von einem anderen Planeten. Die Sklaven rebellieren und fertig ist der Schlamassel. Von der Sklavenrebellion habe ich gehört, aber die Details kannte ich noch nicht. Und jetzt wird es kompliziert. Lord Ket will sein Gesicht wahren, aber im Geheimen. Er ruft also mich und meine Söldner. Als wir ankommen, haben die Sklaven ein paar von diesen riesigen Industriebohrern gekapert und stehen im Begriff, die ganze riesige Statue abzureißen. Unser bestes Team geht also mit Sprengstoff rein, um die Bohrer hochzujagen.
und die Sklaven bringen einfach alle um. Ich habe einen großen Haufen Credits für denjenigen, der sich die Sprengsätze schnappt, sie an einem Großbohrer befestigt und die Sklaven so lange abhält, bis das Ding hochgeht. Die Quest hatten wir doch schon. Naja, egal, machen wir sie nochmal. XP und Geld. Ey, ich bin echt nur noch ein Laufbursche. Machst jetzt auch die Hauptquest leider? Nee, noch nicht. Ich habe in der Stadt noch zwei Quests. Also Spielerquests, keine diese Terminal. Normale. Ich bin schon wieder in der Wildnis unterwegs. Von Cars oder wo? Niemand an. Schon besser.
Vorstellung. Der Bohrer hat die Nacht zum Tag gemacht. Hier sind die Credits, wie versprochen. Komm, Fahrstuhl, ich habe keine Zeit. So, Fetti, Fett, jetzt kriegst du erstmal wieder neue Rüstung. 192 haben die, deine haben 159, dann kriegst du jetzt die hier. Der Gürtel hat 192, deine hat nur 95, dann kriegst du jetzt den hier. 153 hat die Hose, dann kriegst du jetzt diese Hose an. Das hatten wir ja schon getauscht, ja. So, das. Die Fett ist auch ausgerüstet. Dann geht's weiter. In der nächsten Folge.